Hallo allerseits. Ich bin nicht ganz sicher. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, trauriger Anlass heute. Das Attentat von Halle ist, denke ich, in unser aller Gedanken. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Viele Zeichen werden jetzt gegeben. Das ist auch gut und richtig so. Aber ich denke, dabei kann es einfach nicht bleiben. Es kann nicht dabei bleiben, dass wir Zeichen geben, dass wir Lichterketten bilden, dass wir auf Facebook irgendwie unsere Bilderchen schön ändern und dann wieder zur Tagesordnung übergehen. Das ist etwas, was mich seit meiner Kindheit stört. Dieses Hinnehmen, erschrocken sein und dann wieder zur Tagesordnung übergehen, wenn es denn überhaupt zum Erschrockensein kommt. Und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber ich würde es schon ganz gerne ein bisschen anders haben wollen. Ich würde es schon ganz gerne so haben wollen, dass wir über solche Dinge miteinander sprechen, wirklich sprechen. Nicht sagen, man müsste mal dieses machen, man müsste mal jenes machen, mit dem Finger aufeinander zeigen, auf die Polizei zeigen, auf die Polizisten zeigen, auf die Richter zeigen, auf die Politiker zeigen und sagen, die sind schuld, die haben nicht genug gemacht. Und es ist auch kein neues Phänomen, was wir haben. Antisemitismus ist nicht neu. Frauenfeindlichkeit ist nicht neu. Homophobie ist nicht neu. Das alles sind Sachen, die wir schon lange in unserer Gesellschaft haben. Und es hängt auch nicht mit den sozialen Medien zusammen, dass es jetzt explodiert, sondern das hängt damit zusammen, dass eine Sprachlosigkeit bei uns in der Gesellschaft herrscht. Das Einzige, was wir bei den sozialen Medien wirklich verorten können, ist die extreme Blasenbildung. Auch da können wir alle tätig werden. Häufig erlebe ich Folgendes. Wenn ich mich in den sozialen Medien deutlich äußere, und sage, wo meiner Meinung nach der Hammer hängt. Kann ich bis 3 zählen und ich merke, wie meine Facebook-Freundschaftszahl sinkt. Das kann ich mir nur so erklären, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, zu streiten. Und das erlebe ich nicht nur in den sozialen Netzwerken, das erlebe ich auch in der nicht-digitalen Welt. Und ich bin der Meinung, wir müssen anfangen, wieder zu streiten. Es gibt radikale, Rechtsradikale, die gewaltbereit sind und die sind sehr schwer zu erreichen. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen bei uns, die einen rechtsradikalen Gedanken haben, einen rassistischen Gedanken haben, ihn aussprechen. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, die Person anzusprechen, darauf anzusprechen und zu sagen, du, jetzt hast du aber Mist gebaut. Was du da jetzt gerade gesagt hast, das ist Scheißdreck im Dunkeln. Denk doch mal nach. Und dann kann man darüber reden. Das ist die bessere Art und Weise. Eine andere Methode ist, zu sagen, um Himmels Willen, den entfreunde ich mal. Das Problem bei dieser zweiten Variante ist, derjenige, der diesen Gedanken hatte, bekommt dadurch die Erfahrung, ich darf ja nicht alles sagen, was ich denke. Er bekommt gar keine Möglichkeit oder sie bekommt gar keine Möglichkeit, darüber zu reflektieren, im Streitgespräch zu erkennen, okay, der andere, mit dem ich hier gerade diskutiere, der jetzt mir hier sauer entgegenschreit, könnte vielleicht doch recht haben. Diese Möglichkeit wird dieser Person genommen. Diese Person, dieser Mensch hat dann einfach den Eindruck, okay, meine Meinung passt nicht und ich werde entfreundet, klasse. Ja, dann bleibt doch, dann muss ich ja wohl recht haben, muss ich ja wohl irgendwas richtig machen. Und das ist genau die falsche Art und Weise, wie agiert wird. Was mich erschreckt ist, dass diese Art und Weise, dieses Ausgrenzen bei uns dermaßen tief in der Gesellschaft drin sitzt, dass es völlig natürlich erscheint, wenn jemand eine andere Meinung hat, diese Person zu entfreunden. Versteht mich richtig. Es gibt Situationen, da streitet man sich, da knallt man sich Dinge an den Kopf und in der nicht digitalen Welt, dann klatscht einem die Tür vor den Schädel und dann weiß man, okay, da ist jetzt ein bestimmter Grund und das Gespräch ist jetzt beendet und wahrscheinlich auch die persönliche Beziehung ist ebenfalls beendet. Aber das kann man dann einordnen und man kann das zuordnen und man kann damit umgehen. Das hinterlässt ein anderes Gefühl mit einer Diskussion, als wenn du irgendwo hingehst, dir wird die Tür aufgerissen, dann wird dir ins Gehen geschrien, und die Tür wird wieder zugeknallt. Und du weißt gar nicht, was los ist. Und du kannst das nicht sortieren, denkst dir deinen Teil, behältst deine Meinung, fragst nicht mehr nach, sondern gehst. Und gehst dann zu denen, die deine Meinung teilen. Was wir alle machen können, ist Folgendes. Ich persönlich mache es schon sehr, sehr lange. Ich habe in meinem Freundeskreisen die unterschiedlichsten politischen Richtungen, die unterschiedlichsten religiösen Richtungen. Da sind persönliche Meinungen dabei, die mich auf die Palme bringen. Da sind Einschätzungen dabei, da fahre ich die Krallen aus. Aber das muss ich aushalten. Denn wenn ich das nicht aushalte, wenn ich dann nicht weiter mit diesen Menschen spreche, dann tue ich ja so, als wenn diese Menschen das nicht wert wären, dass ich mit ihnen spreche, als wäre ich irgendetwas Besseres und ich bin nichts Besseres. Um es ganz klar und deutlich zu sagen, der Mensch, der mir gegenüber sagt, er hätte noch nie oder sie hätte noch nie einen rassistischen, einen fremdenfeindlichen, einen frauenfeindlichen, einen männerfeindlichen oder einen homophoben Gedanken gehabt, die oder der lügt. Wichtig ist zu verstehen, jeder von uns hat solche Gedanken. Das macht uns noch nicht sofort zu einem Rassisten. Das ist durchaus auch evolutionär. Gruppendenken, das Fremde ist feindlich. Was uns zum Rassisten macht, ist, wenn wir darüber nicht mehr stolpern. Und wenn wir uns die Frage eines anderen nicht mehr gefallen lassen können, nicht mehr den Hinweis betrachten können, wenn uns ein anderer sagt, was du da gerade sagst, das ist Scheiße. Also, jeder von uns hat furchtbare Gedanken. Jeder von uns mag vielleicht denken, mir würde sowas nie unterkommen, ich würde nie sowas denken. Glaubt es mir, jeder von uns früher oder später kommt in die Situation und denkt in diese Richtung. Die Frage ist dann nur, wie gehst du dann damit um? Und wie gehst du dann damit um, wenn andere es mitbekommen und die auf den Kopf zusagen, das war jetzt rassistisch, das war jetzt männerfeindlich, das war jetzt frauenfeindlich, das war homophob, das war antisemitisch, das war muslimfeindlich. Wie gehen wir dann damit um, wenn uns dann die Konfrontation entgegengebracht wird? Und dieser Moment, der unterscheidet einen Rassisten von einem Nicht-Rassisten. Ein Rassist wird dann sagen, ich mache dicht, weil das ist meine Meinung und ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ihr wisst ja sowieso eh alles besser und geht seiner Wege. Und ein Nicht-Rassist, der sagt, Moment, ich bleibe erstmal bei meiner Meinung. Moment, tob dich mal jetzt erstmal aus, ich höre mir das an und dann hörst du dir mal meine Sachen an. Und dann kommt ein Dialog zustande. Ich höre immer wieder, wir müssen den anderen ernst nehmen. Das ist so ein Standardspruch geworden in unserer Gesellschaft. Zum Ernstnehmen gehört es allerdings, dass man den anderen tatsächlich zuhört. Und damit meine ich zuhören und nicht sofort die Antwort parat haben, während der andere schon noch spricht. Zum Ernstnehmen gehört, Dinge zu ertragen. Und dann eben darauf hinzuweisen, dass man das, was man gerade gehört hat, schlimm findet, dass man es nicht ertragen kann. Was ich ganz furchtbar finde, ich persönlich finde es ganz furchtbar, dass wir jetzt bei uns in unserer Gesellschaft so weit sind, dass es nur noch Gruppen, Fronten zu geben scheint und dazwischen irgendwo Menschen versuchen, Halligalli, alles ist gut, alles ist fein, Friede, Freude, Eierkuchen zu verbreiten. Es gibt momentan nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler, die wir haben. Wir müssen endlich wieder lernen zu streiten und zu lernen, dass Streit nichts Schlimmes ist. Streit gehört zum Leben. Es wird uns irgendwann im Laufe der Zeit abgewöhnt und es gilt als nicht gesellschaftsfähig. Wir müssen es wieder gesellschaftsfähig machen. Wir müssen wieder streiten. Wir müssen wieder unsere Sprache wiederfinden, wieder miteinander sprechen können. Meinungsfreiheit. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, sie dürften alles sagen, ohne dass es Konsequenzen dafür geben würde. Dem ist nicht so. Wir leben in einem Rechtsstaat. Warum denken die Menschen das? Und warum denken sie, es wäre eine Einschränkung der Demokratie, wenn bestimmte Sachen nicht gesagt werden dürfen? Ich bin der Meinung, dass wir seit Jahrzehnten versäumt haben, unser Grundgesetz wirklich zu vermitteln. Womit wir anfangen können, ist tatsächlich, indem wir in ganz kleinen Bereichen immer wieder miteinander sprechen, wo wir unsere Politik darum bitten müssen, ist Folgendes. Wir brauchen mehr Lehrkräfte und wir brauchen mehr Austausch. Wir brauchen mehr Austausch mit Andersdenkenden, auch schon in der Schule. Wir müssen in der Grundschule anfangen und das geht nicht ohne massive Aufstockung unserer Lehrkräfte. Wir müssen in der Grundschule damit anfangen, dass das Grundgesetz dort vermittelt wird, dass wir anfangen bei unseren Jüngsten, bei unseren kleinen Bürgern, bei denen, die noch ungeformt sind, damit die Kinder die Chance bekommen, zu vergleichen, das hören sie von der Lehrerin und vom Lehrer, das steht im Gesetz und es wird entweder genauso in der Familie gelebt oder in der Familie wird es anders gelebt. Es gab mal eine Tendenz, dass das Grundgesetz, dass unsere Gesetze den Zuwanderern vermittelt werden. Das ist eine ganz dumme Idee, denn das erreicht wieder nur einen kleinen Prozentsatz der Bürger dieses Landes. Wir müssen ansetzen in der Grundschule, wo wir wirklich alle Kinder erreichen. Die Kinder der bürgerlichen Mitte, die Kinder von den ganz links orientierten Eltern, die Kinder von den ganz rechtsorientierten Eltern, die Kinder von evangelikalen Christen, von Islamisten, von orthodoxen Juden, von völligen Atheisten, die von Gott absolut nichts halten, von Menschen, die überhaupt noch gar keine Orientierung haben, die nicht wissen, was sie mit Religion anfangen sollen, die nicht wissen, was Demokratie genau heißt. Alle. Wir müssen alle erreichen. Und das können wir nur in der Grundschule. Wir müssen in der Grundschule anfangen, unsere Grundwerte zu vermitteln. Und das müssen wir fortführen. Zu einem etwas späteren Schulzeitpunkt finde ich es sehr wichtig, dass wir nicht nur in der nicht digitalen Welt Klassenfahrten organisieren, nach Frankreich oder sonst Italien oder Polen, sondern dass wir auch zusätzlich auf digitale Art und Weise miteinander in Verbindung treten. Wie wäre es denn, wenn Kinder, die in sogenannten Brennpunktschulen zur Schule gehen, wenn die per Internet eine Patenschaft eingehen, zum Beispiel mit Kindern in Israel, mit Kindern in Palästina, dass die Lebenswirklichkeiten kennengelernt werden. Wie wäre es denn, wenn vielleicht auch erwachsene Juden und erwachsene Moslems und erwachsene Christen, katholisch, evangelisch, orthodox, Siebentagsadventisten und Buddhisten und Sikhs und Hinduisten und aller anderen Religionen Vertreter einfach online mit in die Schulen hineinbringen. Ich erinnere mich gut, dass wir damals in meiner Schulzeit Schulversammlungen hatten. Alle in die Aula und dann gab es irgendeine große Veranstaltung zu Thema XY. Sowas kann man doch auch machen mit digitalen Veranstaltungen, dass man einfach mal den Austausch hinbekommt, dass wir andere Lebenswelten kennenlernen. Es muss doch möglich sein, miteinander in Verbindung zu treten, anstatt übereinander zu urteilen. Der Täter von Halle wurde gesagt, wurde so in verschiedenen Talkshows und in verschiedenen Nachrichtensendungen berichtet, soll angeblich Mitglied in verschiedenen Gruppen sein, in denen sich hauptsächlich Single-Männer treffen, die keine Arbeit haben, die frustriert sind vom Leben und die irgendwo Anerkennung haben wollen. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis, Anerkennung. Mir ist nicht klar, wieso dieser Wunsch nach Anerkennung dazu führen kann, Gewalt auszuüben. Das ist mir ein Rätsel. Das ist etwas, was ich weder emotional noch rational nachvollziehen kann. Aber es sollte möglich sein, dass mit diesen Gruppen in irgendeiner Form zu diesen Gruppen, besser gesagt, eine Art Brücke geschlagen werden kann. Wir haben auf unseren nicht digitalen Straßen haben wir Streetworker, die ganz gezielt Jugendliche ansprechen. Etwas Ähnliches brauchen wir für die digitale Welt. Wir haben Polizeikräfte in der nicht digitalen Welt. Es wird jetzt wieder sehr verstärkt in die Richtung gedacht, dass bestimmte Bürgerrechte eventuell eingeschränkt werden sollten. Das sehe ich kritisch. Ich persönlich halte das für einen schlechten Weg. Ich bin nicht der Meinung, dass das uns hilft. Uns hilft nicht, immer mehr aufzurüsten, um gegen Gewalt gefeit zu sein, sondern wir müssen an die Wurzel der Gewalt. Und das schaffen wir nur, wenn wir es wieder als natürlich empfinden, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben, wenn wir es wieder als normal empfinden, zu streiten. Auf diese Art und Weise kann jeder wieder sprechen, in dem Bewusstsein, ich kriege Kontra, wenn ich Scheiße rede, aber nicht mit dem Gefühl, wenn ich was Bestimmtes sage und mich irgendjemand dann entliked, habe ich Recht. Und dieses Gefühl, das fördern wir momentan. Das ist etwas, was nicht sein darf. Das darf einfach nicht sein. Mich hat das Geschehen in Halle persönlich ziemlich mitgenommen. Ich verstehe nicht, wieso jemand aus Frustration oder um Anerkennung zu wollen, zur Gewalt greift. Da gibt es wirklich andere Möglichkeiten. Es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten, gesellschaftlich anerkannt zu werden. Dafür braucht man keine Vater, Mutter, Kind, Job, Großverdiener-Situation zu haben. Dafür kann man sich im Ehrenamt engagieren. Dafür kann man in der Nachbarschaft älteren Nachbarn behilflich sein, beim Haushalt, beim Handwerken oder sonst irgendetwas. Es gibt zig Möglichkeiten, um gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen. Gewalt ist nicht der Weg des Mutes, Gewalt ist auch nicht der Weg der Anerkennung, Gewalt ist der Weg der Feigheit. Wer selbst so unsicher ist, dass er das Selbstwertgefühl versuchen muss, durch Gewalt zu bekommen, der ist ein ganz armer Mensch. Der ist wirklich ein armes Würstchen. Und ich finde es schlimm, dass wir eine Kultur der armen Würstchen am rechten wie am linken extremen Rand fördern. Wir müssen dazu kommen, wieder mehr miteinander zu sprechen. Jeder kann von uns einen eigenen kleinen Beitrag dazu leisten. Mein Beitrag ist es jetzt nicht, mich vor einer Synagoge hinzustellen und an einer Lichterkette teilzunehmen. Ich finde das toll, ich finde das bewundernswert, aber es ist nicht mein Weg. Mein Weg, meine Waffe der Wahl ist die Sprache. Und ich habe mich entschieden, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen euch erzähle, wie ich persönlich mit Rassismus, mit Frauenfeindlichkeit, mit Männerfeindlichkeit, mit Homophobie, mit Antisemitismus und mit Ausgrenzung im Allgemeinen umgehe. Und eins sage ich ganz klar und deutlich. Es gibt Momente, in denen ich völlig versage. Das ist für mich kein Grund aufzuhören, dagegen anzugehen. Ich bin der Auffassung, jeder von uns hat Gedanken, die in der untersten Schublade unterzubringen sind. Jeder von uns muss wissen, wie er damit umgeht. Und jeder muss wissen, wie er mit den schlimmsten Gedanken anderer Menschen umgeht. Und manchmal gelingt es gut Manchmal geht es in die Hose. Ich werde euch davon erzählen, ich werde euch davon von meinen Erfolgen erzählen, ich werde euch davon erzählen, wie ich selbst rassistische Gedanken hatte, wie mir das auffiel, was mich daran so am meisten schockiert hat und wie ich damit umgegangen bin, um sie in den Griff zu kriegen. Ich werde euch auch erzählen von den Kloakensprüchen, die mir wirklich seit meiner Kindheit entgegengeschmissen worden sind. Von Erwachsenen, von sogenannten Vorbildern, seitens Behörden, seitens Lehrkräften, seitens Ausbildern, seitens Kollegen, durch die Reihe weg. Und auch von Kindern, von anderen Kindern. Als ich selbst noch ein Kind war und später, als ich Erwachsener war, erwachsene Frau, ebenfalls von Kindern. Diese Tendenz, andere Menschen niederzumachen, ist in unserer Gesellschaft und ist in der Menschheit an sich extrem verbreitet. Nun zu sagen, das gibt es nicht, ich glaube, das hat sich spätestens jetzt mal endlich erledigt, dass irgendjemand noch sagen könnte, das gibt es nicht, das ist doch schon lange vorbei. Ich hoffe, das hat sich erledigt. Die Frage ist, wie damit umgehen. Verschweigen ist keine Lösung und Zeichen zu setzen ist ebenfalls nur der erste Schritt. Es kann nicht alles sein, was wir tun. Wir müssen Lösungen finden, gemeinsam. Und wenn jeder nur eine kleine Mini-Lösung mit dazu beiträgt, ist es ein Haufen kleiner Mini-Lösungen mehr, als wir bisher haben. Ja, schlimme Woche. Wir haben jetzt Schabbat. Nächste Woche Montag, Dienstag ist ein großes Fest. Laubhüttenfest oder Laubhüttenblütenfest. Ich bin keine Jüdin. Ihr mögt mir bitte verzeihen, wenn ich jetzt nicht die korrekte Bezeichnung der Feiertage genannt habe. Ich wünsche allen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein friedvolles Wochenende und eine friedvolle Feier in der nächsten Woche. Und ich wünsche allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern anderer Religionen und all denen, die sämtliche Religionen ablehnen, exakt dasselbe. Ich wünsche uns allen einige Wochen Frieden. Das können wir, glaube ich, alle gut gebrauchen. Dankeschön. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.